So wie früher? Traditionell? Oh, na gut. Ausnahmsweise. Aber nur weil neues Jahr ist. Ich wollte sowieso schon immer mal diese Posca-Marker testen. Dann machen wir das mal. Zum Testen reicht eigentlich ein Marker. Ach, egal, ich hole einfach alle. Ich habe mir das Kollektionsset mit 60 Stiften geholt. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich alle Stifte beinhaltet, aber es ist zumindest das größte Set, das man kaufen kann. Und das teuerste. Im Internet schwanken die Preise dieses Sets von 160 Euro bis zu 250 Euro. Also wenn ihr nicht ordentlich vergleicht, kann euch das schnell knappe 100 Euro kosten. Wenn ihr auch noch nie zuvor damit gemalt habt, dann ist die Entscheidung, ein kleineres Set vielleicht auch erstmal schlauer als das, was ich hier mache. Kann gut sein, dass es mir gar nicht gefällt, damit zu malen. Kann gut sein, dass ich auch gar nicht gesagt habe, wofür ich unser Budget rausschmeiße. Kann gut sein, dass dieses Unboxing euch was bringt. Also, der Lieferumfang besteht aus einer sehr wertigen Tasche mit den besagten 60 Stiften. Die Posca-Marker sind acrylbasiert und dafür gedacht, auf unterschiedlichsten Materialien malen zu können. Das werden wir auch testen. Was wir später auch auf eine einfache Weise ausprobieren werden. Wir machen jetzt keinen Härtetest, aber das kommt bestimmt noch. Es gibt unterschiedliche Stifte im Sortiment. In der Tasche findet man 5 verschiedene Arten von Marker. Die feinsten sind die PC1M Marker, die auch eine flexible Spitze haben, mit der man gut Lines hinbekommt, die auch Lineweight haben. Als nächstes gibt es die mittelfeinen PC3M Marker, gut für Details und für etwas kleinere Bilder und Oberflächen. Die PC5M Marker sind wahrscheinlich die, die ihr am meisten auf Social Media gesehen habt. Die sind für die mittelgroße Flächen, auch Outlines gehen damit, aber für etwas größere Bilder. Und zu guter Letzt die PC8K Marker, die wirklich für große Flächen gedacht sind. Präzise kann man damit nicht unbedingt arbeiten. Um die Stifte auf Herz und Nieren zu testen, werden wir mein Sketchbook bzw. Yorks altes Sketchbook anmalen. Das hat er mir geschenkt. Okay, das ist jetzt meins. Das Gute daran ist, es ist schwarz. So können wir die Deckkraft der einzelnen Stifte testen, auch wie sie sich auf dieser Oberfläche verhalten. Bevor man die Dinger benutzen kann, muss man sie ordentlich schütteln und ein paar Mal auf die Oberfläche aufdrücken. Dann saugt sich die Filzspitze mit der Farbe voll und man kann loslegen. Ich habe mir absolut keinen Plan vom Motiv gemacht. Ich wollte nur auf jeden Fall, dass unser Affe Chimpo vorne drauf ist. Ansonsten werde ich es einfach bunt und random vollmalen, damit man einen Eindruck von den Stiften bekommt. Und dafür brauchen wir erstmal eine Skizze. Musik. Lately I've been low, losing all control, Henny with the soda. I've been on a roll, life been taking toll. I just wanna roam, I've been running from them bad days, trying to take it slower. Party on occasion, that should ease the weight off my shoulders, yeah. I said we only getting older, yeah. And tell me, are you coming over? I need to know, is you falling through? Tell me what the move is, girl, it's been a cool minute, yeah. I just wanna know, tell me what's the hold up, wanna get to know ya. Und jetzt geht es los. Wir malen das Ganze aus. Das bedeutet, wir müssen einen Stifte-Cocktail machen und die ordentlich durchschütteln. Oder was? Ja, ich mach so einen Test, ich mach so ein Unboxing von diesen Stiften, die sind voll cool. Ein Test von, hast du jetzt jeden Stift gekauft, den es in diesem kompletten Pack gab, oder was? Nein. Weißt du, da will man einfach nur, der macht doch sowieso schon die ganze Zeit Videos ohne mich. Weißt du, macht der hier letztens mit seinem komischen Porsche, oh, ich mal einen Porsche an und dann kauft er sich so ein komisches Puzzleteil. Das habe ich mir selber gedacht, so ein blödes Puzzle, das mal, natürlich ist das kacke. Boah, aber hat der so ein komisches, so ein Puzzle mit seinen Jiggly Lines, malt der an. Das sah so scheiße aus, das war so eine dumme Idee, das musste er aber nicht wissen. Der hat doch in seinem Leben noch nie was geleistet. Das ist doch eigentlich das Problem. Weißt du, ich sitze immer hier, ich mache diese Effekte da drauf und dann sind wir unterwegs und dann sagt er mir, ich soll den mit einem Handy solche filmen. Weißt du, wir machen doch eigentlich gute Kameraqualität. Letztens sind wir rausgegangen, der denkt nicht an die Kamera. Wie machen wir das Video natürlich mit seiner Handykamera? Wie sieht das aus? Wie Müll. Mann, ey. Netflix. Und wir sind hier auch, by the way, sind wir in meinem Netflix-Account sind wir drin. Weißt du, hat er sich auch noch nie für bedankt. Ich höre sein Blut bis hierhin kochen noch.
Jabos Sketchbook macht er, das ist mein Sketchbook gewesen, Mann. Das war mein Sketchbook. Weißt du? Und der klaut mir das einfach und macht dann Artwork drauf. Kommt er rein, beschwert sich, dass ich sein Sketchbook anmale. Das hat er mir geschenkt, weil er es nicht braucht, weil es absolut peinlich ist. Soll ich euch mal die erste Seite zeigen? Guck mal hier, ne? Weißt du, und dann möchte ich mich hier hinlegen und entspannen. Entspannen will ich. Und dann sitzt der und ich höre ihn doch die ganze Zeit wieder. Der zeichnet so. Ich hab mir auch nichts dabei gedacht, diese ganzen Schiffe zu kaufen. Natürlich habe ich mir nichts dabei gedacht. Man muss ausprobieren. Er lässt sich aber leicht ablenken. Das ist das Gute daran. Das glaubst du wirklich, dass irgendwelche coolen Kamerafahrten, dass irgendwas daran ändern werden, dass das Video wirklich machen wird? Okay. Fragt dann, sind das alle Stifte? Ich sag nein. Hast du schon die neue Folge geguckt? Kommt halt nicht die neue Folge auch hier raus. Der geht fertig. Problem gelöst. Es ist unglaublich, wie deckend die Farben sind. Bei manchen muss man öfters drüber und manche sind echt schlecht deckend, wie zum Beispiel Gelb und Violett. Das heißt, man sollte die Oberfläche gut grundieren, wenn man diese Farben mit voller Kraft verwenden möchte. Ich benutze sie hier zum ersten Mal. Also für den ersten Versuch mit diesem Stift muss ich sagen, ich liebe diese kräftigen Farben. Ich werde mich auf jeden Fall weiter mit diesen Stiften auseinandersetzen. Es ist echt cool, was man damit machen kann. Und mal sehen, was dabei so rauskommt. Also bleibt gespannt. Schreibt uns auch in die Kommentare, ob ihr Verwendung für sowas hättet und was ihr damit machen würdet. Dann folgt uns auch auf Instagram, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, kommentiert und den ganzen Humbug. Bis zum nächsten Mal. Eure Comicwelt wollte ich gerade sagen, aber ja, kommt ihr Abo. Verpasse nichts und ich abonniere. Rennabilitätig. Drück das Rennabilitätig. Mach das Rennabilitätig.